Hallo und herzlich willkommen zu deinem neuen Freitagsimpuls. Heute geht es um das Thema Schlummerkunden mit Erfolg entwickeln. Wer kämpft, der kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat meistens schon verloren. Dieser interessante Ausspruch von Bertolt Brecht, der trifft den Nagel im Vertrieb sehr oft auf den Kopf. Denn wer sich nicht um seine Schlummerkunden bemüht, der erkämpft sich auch keine Umsätze. Heute deswegen in aller Kürze für dich. Wer sind deine Schlummerkunden? Welche Chancen bestehen mit den Schlummerkunden für dich? Hat dein Vertriebsteam die richtigen Skills, die Schlummerkunden auch wieder zu reaktivieren? Ja, jetzt fragst du dich sicherlich, was meint er denn mit Schlummerkunden? Auf den Punkt gebracht, das sind Kunden, die dein Vertriebsteam und du zwar im Bestand führt, aber die Aktivitäten, die sind eher unauffällig von den Bestandskunden im Bestellverhalten zum Beispiel. Persönlich zähle ich auch sogenannte Nullkunden dazu, also die immer wieder mal anfragen, aber bis jetzt nicht bestellt haben. Die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, welche Chancen bestehen denn eigentlich für dich? Na, diese Kunden, die kennen dein Unternehmen bereits. Die haben im besten Fall schon mal ein erstes Vertrauen aufgebaut. Also los geht's, mach dir genau das, diesen Vorteil zu deinem Nutzen. Persönlich bin ich immer wieder erstaunt, wie wenig Beachtung dieser Kundengruppe tatsächlich geschenkt wird, obwohl das Potenzial für schnellen Umsatz signifikant höher ist als in der Neukundenakquise. Weil ich ja schon eine gewisse Kundenbeziehung habe. Sie kennen dich schon, sie haben erstes Vertrauen geschöpft und sie haben sicherlich eine viel höhere Chance, mit dir auch in den Erstkontakt zu gehen, als ein kompletter Neukunde. Nächste Frage, die du dir stellen kannst, hat das Vertriebsteam, also dein Vertriebsteam, überhaupt die richtigen Skills, um Schlummerkunden zu aktivieren? Gehen wir doch mal die Checkliste einfach durch. Identifiziert denn dein Vertriebsteam regelmäßig die Schlummerkundenpotenziale und hat es diese überhaupt auf dem Radar? Stellt dein Vertriebsteam den Kundennutzen konsequent in den Fokus jedweder Schlummerkundenkommunikation? Und sind deine Angebote oder eure Angebote genau darauf ausgerichtet? Mal Hand aufs Herz. Gelingt es all deinen Mitarbeitern, deinen Kollegen, den Kundennutzen eurer Produkte und Dienstleistungen auf den Punkt zu kommunizieren, sodass der Kunde es sofort versteht und greifen kann, können alle deine Mitarbeiter Vorwände und Einwände nicht nur parieren, sondern auch entkräften. Und erlebst du als Entscheider im Tagesgeschäft, dass dein Vertriebsteam eigeninitiativ bei diesen Schlummerkunden gezielt aber ein Cross-Selling-Potenzial entwickelt und proaktiv damit Umsatz aufdeckt? Schaffen es deine Mitarbeiter im Vertriebsteam außerdem aufzufangen, neugierig zu machen und schnell eine Reaktion hervorzurufen? Das sind genau die Skills, die Champions im Vertrieb heute benötigen, um Schlummerkunden zu reaktivieren. Und das gelingt nur bei einer strukturierten Vorbereitung und einer Anleitung durch erfahrene Umsetzungsprofis im Vertrieb. Deswegen mein Denkanschluss zum heutigen Freitag an dich. Küsse deine Schlummerkunden wach. Und entfache das volle Umsatzpotenzial. Erlebe einfach mal, wie 30-50% profitables Wachstum in kürzester Zeit möglich sind. Mach den Anfang und nimm einfach Kontakt mit uns auf. Gemeinsam erreichen wir unter Garantie mehr.